Ja, Freunde, dann willkommen zu einer neuen Folge von Scoom! Heute möchte ich euch nochmal in diesem Video das Heilungssystem erklären, weil ich habe dummerweise das letzte Heilungsvideo aus Versehen gelöscht. Ich mache das ja so. Oh, guck mal, ich kriege hier direkt sowas. Ihr habt das schon mal so weit vorbereitet, ihr seht es selber. Ui. Wir sind hier im Bunker. Ich muss mir gleich nochmal einen Gegner suchen, damit ich ein bisschen Verletzung kriege. Und dann zeige ich nochmal allen Leuten gleich hier, wie das Heilsystem dann jetzt funktioniert. Nicht wahr, ne? Kann ich das mal überstellen? Ne, dann zieht er das aus. Weil mein Charakter, der friert irgendwie die ganze Zeit hier. Ich habe wohl anscheinend nicht genug Klamotten an, ne? Denn ihr wisst es selber, das Klima schlägt mittlerweile auf unseren Charakter. Im Süden ist es sehr warm, wie sollte es auch anders sein? Und, liebe Freunde, im Norden ist es halt ziemlich kühl halt, nicht wahr, ne? Deswegen sollte man immer so ein bisschen klamottentechnisch jetzt angezogen sein. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt übrigens meine Unterhosen und sowas mal anlasse. Normalerweise schmeiße ich das ja mal weg, das weiße Zeug, die Feinripp-Unterhosen und sowas. Um Belast abzuwerfen, weil das wiegt ja alles. Deine ganzen Klamotten, die du mit dir rumträgst, die wiegen ja auch. Aber das macht jetzt Sinn, das zu behalten, Leute, weil, wie gesagt, der Frostschaden tatsächlich doch ganz schön nerven kann, ne? Auch die Erscheinung, die Frosterscheinung, die du da hast. So, Leute, wir befinden uns hier tatsächlich in der PvE-Zone da unten links. Seht ihr das? Da sind wir gerade. Das hier ist ein großer Bunker für die PvEler. Das bedeutet, normalerweise dürften die mich eigentlich jetzt nicht an eine Gurgel gehen können. Aber die Leute, die jetzt hier spielen, in den grünen Zonenbereich hier, ne? Die sind sowieso nicht so gemünzt, dass die jemanden angreifen wollen. Deswegen haben wir hier eigentlich unsere Ruhe, hoffe ich zumindest, ja. Gut, jetzt muss ich aber mal gucken, wie ich hier zum Roboter komme, damit wir uns das Heilungssystem nochmal angucken. Es ist nämlich so tatsächlich, Leute, einmal im Jahr so, da räume ich immer meinen YouTube-Kanal ein bisschen auf. Also ich analysiere meinen Kanal, die Videos von früher und so weiter und so fort. Alles gucke ich mir durch. Und dann habe ich natürlich aufgeräumt und aus Versehen tatsächlich mein aktuelles Video gelöscht hier von dem Heilungssystem. Und das ist natürlich schon ein essentielles Ding halt, ne? Was wichtig ist für alle Leute, die Fragen zum neuen Heilungssystem haben. Ich möchte euch das natürlich gerne zeigen. So, jetzt suchen wir uns mal hier einen Zombie oder einen Roboter. Der muss mich dann eben kurz klatschen und dann haben wir hier eine Verwundung. Damit wir das eben kurz simulieren können für euch, tue ich mir diese Schmerzen gerne an, Leute. Normalerweise ja, passiert mir ja weniger, weil ich hier so einen Elite-Kämpfer-Banditen spiele. Gerade letztes dreimal wieder bei der Fabrik gestorben. Alter, dies ist so unfair, so fies, Alter. Einerseits, wie gesagt, ich feiere das auf jeden Fall, dass es jetzt schwieriger ist, ne? Aber andererseits, manchmal fluche ich aber auch, muss ich auch sagen. Ja? Weil sobald dich der Roboter mal einmal richtig erwischt hat, dann weiß ich, du hast da 8 bis 10 Verwundungen irgendwie, ne? Und dann kommst du da gar nicht mehr gegen an. Egal, ob du jetzt eine gute Heilung dabei hast oder nicht. Die Wunden zerfetzen sich halt, ne? Ja, Leute, ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Ich bin jetzt hier irgendwie in den Bunker rein gedrungen. Das sieht aber geil aus hier mit Nebel, ne? Und das nochmal überall so. Die ganze Zeit, alles voll. Wie geil ist das denn, ne? Das würde ich feiern. Entwickler, los! Nebel, wir wollen Nebel überall. Genau solche Wolken überall, macht ihr ganz viel hier hin. So, dass wir gar nichts mehr sehen können. Ja, warum denn nicht? Warum können nicht mal ein paar Räume und sowas hier, ganze Gänge? Ach, das ist Klo. Total vernebelt sein. Alter, wo muss ich denn lang, ey? Das ist schon wieder ein Irrgarten hier. Da ist ein Zombie, Gottes Willen. Er kommt direkt auf mich zu. Habe ich eine Waffe? Oh, hopp. Oh, nachladen. Ich muss mich treffen lassen, ne? Aua, Batscher. Er schießt da durch. Habt ihr das gesehen? Habe ich schon eine Verletzung? Nö, geh mal weg jetzt hier. Mann! Hätte man da nicht hauen? Oh, der sitzt hier lustig an. Oh. Hab ich gerade gegen seine. Alter. Was ist das für eine Kratze? Ich hau gegen seine Uniform, ne? Oha, der hält ja richtig was aus, Leute. Los, nachladen. Oh, Leute. Unglaubliche Dinge tun sich hier abspielen, Leute. Ihr seht's, der Zombie. Ich habe nur noch 80%. Komm hier. Jetzt geht er nicht in den. Oh, ich habe keine Ausdauer. Geht doch nicht so. Also, das ist aber auch heute. Mein Bandit ist nicht in Form. Das kommt, weil er die ganze Zeit gefroren hat, Alter. Guck, wie der aussieht. Der ist auch schwer zu laden, das Teil, ich weiß. So, die Dinger nehme ich wieder mit. Feili! Oh, der ist ja völlig kaputt. Pipi, pupu, check, wir müssen pipi. Und ihr seht auch unten links schon die Verletzung. Der kleine Monitor hat registriert. Wir haben eine Kopfverletzung und eine Bauchverletzung. Ja, und dann gehen wir halt hier oben drauf auf Stoffwechsel und dann unter Health. Und dann sehen wir, dass er hier zwei Einträge hat. Ach, nichts Wildes, Leute, wir sind ja hier. Ein starker Bandit, ne? Ich hätte mir gerne noch ein paar Kugeln eingefangen hier, mal eben kurz von den Robotern natürlich, ne? Hütsch.
Das ist auch eine geile Sache hier, ne? Oh Mann. Ich will mal alles mitnehmen und irgendwie. Was ist denn da so laut? Irgendwie ist das gar nicht mal so einfach. Okay, ja, das bringt nichts. Leute, komm. Wir wollen in diesem Video das Heilungssystem machen. Ich tendiere schon wieder dahin zu looten, weil ich es immer gewohnt bin, gleichzeitig ein bisschen abzustauben. Aber ich muss hier erstmal einen Weg rausfinden, Leute. Ich wollte mich nochmal eben kurz anschießen lassen von dem Roboter. Da gibt es ja noch Happa Happa oder was? Gar nichts. Was ist das denn? Geizwurstbunker, ey. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo? Hilfe. Hier? Nein. Hier eine Leiter? Auch nicht. Mano. Ach, kein Loot. Was ist denn los? Papa? Ravioli? Hm. Kommt der denn überhaupt her? Einer zu viel hier oder was? Immer noch da unten, na, Lump. Das brauche ich nicht. Tja. Ich glaube, ich habe das erste Mal tatsächlich das Ding hier gefunden. Ey, das gibt's ja gar nicht. Boxe ich mal hier unten hin. Da ist mein Heilungsfach, ihr wisst es ja. Okay, ich glaube, hier sind wieder Viecher, ne? Ja, die Blutung hat unten links aufgehört, ihr seht's. Wieso schießt der denn nicht, Alter? Ich hab da nachgeladen, Blödmann. Ah, Hilfe! Oh Mann. Ey, der macht irgendwie meine Kommandos nicht so direkt, Leute. Ich weiß es nicht. Die haben mich gleich gekillt, Digga. Was ist ne? Ja. Oh. Das ist so kacke, Alter. Das ist so beschissen, ey. Ich hasse es nicht. Gut, Freunde, da sind wir wieder. Wir wollen jetzt, uns mal kurz anschießen lassen, damit wir endlich mal dazu kommen. Und hier zu verbinden anständig, ne? Komm her. Wo läuft er denn hin? Was ist, also heute ist aber auch hier wieder, ne? Der Wurm drin, oder? Also Punkte kriege ich jetzt nicht. Ihr seht, ich treffe den Mech, aber irgendwie kommt da kein Punkt zustande. Ach, der ist kaputt wegen der Armbrust. Deswegen spinnt der immer so rum. Ja, einen Punkt habe ich jetzt bekommen. Lohnt sich gar nicht. Die Pfeile ja teuer als alles andere. Der ist ja merkwürdig hier. Warte, geht der richtig ab. Ja, der kann die Armbrust nicht halten. Der ist so schlapp, der Charakter. Guckt mal, Leute. Unfassbar. Null Ausdauer, geht gar nichts mehr. Unfassbar. Deswegen habe ich auch eben so ein... Ja, mich so schwer getan mit diesen Zombies halt, ne? Weil das Laufen hat mir nicht die Ausdauer abgezogen, sondern halt die Armbrust, die so unendlich schwer ist anscheinend hier. Dabei habe ich so viele Dinge habe ich doch gar nicht dabei, ey. So, jetzt pass wieder. Alter, da will ich einmal, dass mich ein Roboter anschießt, Alter, dann passiert hier gar nichts, ey. Das gibt's doch nicht. Ah, so köstlich, Digga. Ich weiß es nicht. Bist du Huren? Aha. Aha. Aber wenn die einen dann treffen, das ist Keule groß. Guck mal. Ist auch eine geile riesige Anlage hier, ne? Muss man mal so sagen. Hier ist die Hubschrauber-Landeplattform, Leute. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Resident Evil. Der erste Teil. Ja, jetzt haben wir schöne Treffer hier. Der erste Teil von Resident Evil. Weil man hier den Endboss halt bekämpft, ne? Wirklich. Ja. Oh, wie. F3 kriegst du hier, so. F3 kriegst du. So, jetzt muss ich mich aber verstecken hier, ne? Ist hier kein Eingang irgendwo? Nee, ne, geht noch mal. So, oh Gott. Überall Robby, ey. Problem. So, ich glaube, hier sieht er mich nicht, oder? So, also, ihr seht, das Blut träufelt runter jetzt, ne? In euer Menü blinkt das hier oben, der Stoffwechsel. Alarm, Alarm, Leute, wir sind... zwei tödliche Treffer haben mich erwischt. So, dann klickt ihr das hier an. Also, ihr habt gesehen, hier oben sind Stats, da ist Health, das blinkt auch. Das ist echt eine gute Hilfe. Hier zuerst, da, wo es blinkt, dann blinkt es hier. Dann seht ihr hier die Wunde. Und dann klickt ihr auf die einzelnen Wunden drauf. So, dab, zap. So, jetzt kann man hier aber nicht heilen, aber das Spiel schlägt dann automatisch eure Heilungsmöglichkeiten vor. Die sind nämlich hier oben, Leute. So, da kann ich zum Beispiel jetzt den Putzlappen anklicken. Der Putzlappen heilt jetzt diesen Balken hier. Guck mal, der blinkt jetzt. Ne? Also ein Putzlappen reicht nicht, um die Wunde zu heilen. So, was haben wir noch im Angebot? Eine Bandage? Reicht nicht.
Noch eine Bandage, reicht nicht. Noch eine Bandage, reicht nicht. So, Wahnsinn, oder? Und dann drückt ihr da drauf. Und dann heilt der Charakter wirklich diese eine Wunde jetzt hier, ne? Also das Totenkopf-Symbol heißt halt wirklich, dass das so eine schlimme Verwundung ist, dass ihr da, wenn ihr da nichts macht weiter, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr daran an diese Wunde zugrunde geht. Ihr seht, unten links geht die Zahl auch runter. Ich heile mich die ganze Zeit, aber die andere Wunde ist ja auch noch da. Deswegen auch der Tropfen da unten links. Ich habe zwei Armschüsse hier. Seht ihr das hier in den Monitor da bekommen? Einer ist jetzt eingewickelt worden hier. Der ist jetzt eingewickelt worden. Dieser hier ist aber noch von. Das klicken wir da auch wieder rauf. Und jetzt zeige ich euch die neuen Items. Das sind nämlich hier so ein. Das infiziert das. Hier so ein steriles heißt das Dings hier, ne? Was steht da drauf? Zeigt ihr mir jetzt gar nicht an die Info. Jedenfalls. Dieses Ding, das ist ein Heil-Item, ne? Also ein Verband halt, ne? Steriler Verband. So, guck mal, wie viel der schon bringt hier, Alter. Ne? Also zum Vergleich, eine Bandage geht bis hier. Seht ihr das hier? Das blinkt bis dorthin. Macht den wieder weg und dann nimmst du das Ding. Geil, oder? Schwere Verwundung. Zwei Dinger davon hast du geil, Alter. So, dann gibt es auch noch dies hier. Guck mal. Bis dahin geht da. Babs. Ist genauso gut wie das Ding hier. Babs. Zwei Dinger. Die Wunde ist behandelt. Ich muss gucken, wie viel. Hier oben sind die Hells, sagt er. Ihr seht, das geht aber da runter. Aber ich muss euch das eben zeigen. Das ist halt so, ne? Und dann gibt es noch das Tourniquet. Guck mal. Ein Tourniquet. Das kennen die Leute auch vom. Ja, aus dem militärischen Bereich. Oder beziehungsweise. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei den. Ja, Ärzten halt. Oder wie auch immer. Krankenhauspersonal. Keine Ahnung. Das sind hier Tourniquets. Das sind so Dinger, da bindest du halt ab. Das ist halt nicht so gut, ne? Also die schwerste Blutung kannst du da dann halt stoppen. Aber das kann sein, dass denn der Arm, der Rest des Arms, ich ja dann nicht mehr durchblutet wird, halt, ja, Damage kriegt halt, ne? Gut, ihr seht, das Ding bringt am meisten. Ups. Jetzt müsst ihr natürlich sehen, dass ihr diese Items findet halt, ne? Und das ist halt das Problem. Hebt euch diese Items auf. Diese drei, die sind Gold wert. Ihr seht das selber. Also normalerweise ist das so tatsächlich, diese Dinger hier, ja, ist extrem, ne? Also wenn man das. Die Leute, die das in Real kennen, diese Tourniquets oder sowas, diese Apparellos hier, die nimmt man eigentlich nicht. Also da sollte man als, das ist der letzte Weg wirklich, den man nimmt. Ne? Da kannst du ja, wie gesagt, deinen ganzen Arm oder die Extremitäten verlieren dadurch, wenn du sie komplett abschnürst halt. Ne? So, jetzt ist das aber Scoom, das heißt, dem passiert anscheinend nichts weiter, das ist egal, wie wir uns damit einwickeln. Das heißt, die sind die besten Dinger, würde ich immer nehmen. Ja, wenn ihr die findet, auf jeden Fall einpacken, Leute, die sind Gold wert. Genauso die Bandagen sind auch nicht schlecht. Zwei von denen ist ein Tourniquet wert. Oder zwei von denen ist ein Tourniquet wert. Und ja, die Dinger sind, glaube ich, fünfmal, ne? Also das ist fünfmal eine Notfallbandage, fünfmal eine Bandage. Also das brauchst du wirklich fünf Dinger oder, ne, damit du deine Verwundung dann wegkriegst. So, das ist aber noch nicht alles, Leute. Wir sind immer noch beschädigt. Und jetzt gibt es noch einen Trick. 36 Health, die Blutung ist jetzt gestoppt. Ne, ihr habt es gesehen, die schweren kritischen Treffer, die unbehandelt sind, die tragen sich alle hier ein. Da kann die ganze Liste voll sein. Und wenn die ganze Liste voll ist und dann voller Totenköpfe ist, weil der Roboter euch ganz viele Kugeln verpasst hat, das wird alles hier registriert. Die müsst ihr einzeln abarbeiten. Jede Wunde muss jetzt neuerdings tatsächlich behandelt werden. Wir kennen es ja noch aus der alten Version. Eine Bandage hat deinen kompletten Körper geheilt. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Du brauchst fünf Bandagen, teilweise für nur eine Wunde. Und wenn du dann mehrere Wunden hast, dann ist das halt, schwierig, weil die Zeit, die läuft gegen dich, deine Health geht weiter runter und das Einwickeln, das dauert, je nachdem, wie der medizinischer Wert auch ist und sowas, weil wir haben jetzt ja hier Stats bekommen, Medizin dazu, wo ist da Intelligenz, glaube ich, ne? Medizin, guck mal, immer wenn du dich heilst und sowas, dann levelst du hier Medizin, bloß als Anfänger, das sind wir sind ja kein Arzt hier jetzt oder sowas, ne? Da hast du dann Probleme, weil die Zeit ist gegen dich und das heißt, dass du auf Dauer dann, auf Zeit daran dann zugrunde gehst, kannst nichts machen. Erstens brauchst du 20.000 Bandagen. Die hat man meistens nicht dabei, ist ja so, ne? Und die guten Items findet man halt sehr selten. Also da müsst ihr dann schön horten. Die sind halt Gold wert, ne? So, jetzt haben wir das hier behandelt. Ist egal wie viel. Also, ne? Das ganze Ding kann voll sein mit irgendwelchen hier Kugeleinschlägen und sowas. Und wenn ihr es behandelt habt, dann wandert das hier rüber in die Stabilisation. Das bedeutet, es heilt halt langsam. Wir sind aber noch angeschlagen. Wenn wir jetzt rumspringen oder schnell laufen, dann kriegt ihr immer unten links eine Meldung. Warte mal, ich probiere das mal kurz aus. Oh Mann, Roboter, Alter. Seht ihr da unten links die Meldung? I should be careful with my Wunden halt. Also ich sollte vorsichtiger mit meinen Wunden und sowas umgehen. Das mag er gar nicht. Wenn wir das jetzt öfter machen, dieses Rumspringen und Rumrennen,
dann reißt diese Wunde sozusagen wieder auf oder der Verband geht kaputt und dann wandert das Ding wieder hier und dann hast du wieder eine erneute Blutung und musst dich unbedingt drum kümmern halt, ne? Also in dieser Phase, in dieser Stabilisationsphase dürfen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Du musst langsam gehen oder als Trick kann man noch, wenn du keine Zeit hast, hops, dich schnell hinlegen, dann heilst du nämlich auch schneller. Dann müsst ihr mal sehen, hier, jetzt geht das hier Sekunden genauso ein bisschen hoch. Gleich macht es eine Pause, zapp, und dann geht es wieder sekundenmäßig hoch. Also das geht schneller, wenn du dann einfach Pause machst. Das ist jetzt halt so, Leute. Es ist halt Hardcore-Survival. Nicht der Gegner oder die Gegner sind stärker geworden jetzt im Spiel, sondern wir sind im Grunde genommen schwächer geworden. Aber das schafft auf jeden Fall bei uns auf dem Server ja neues Feeling. Ne? Wenn ihr jetzt einmal den Roboter begegnet, dann hat man da Respekt vor, weil meistens ist das so, wenn der mich einmal anschießt und ich dran vorbeilaufe, ne, dann lebe ich zwar noch, ich habe vielleicht 80% oder sowas, ne, aber hier, das ganze Feld ist dann voller Kugeleinschläge und sowas, ne. Ja, und das summiert dann und geht auf Zeit runter und dann geht das so aber richtig rapide runter, wenn du dich denn nicht drum kümmerst halt. Deswegen haben wir die neuen Items jetzt bekommen, damit ihr Bescheid wisst, damit man eben nicht 20.000 Bandagen und sowas dabei hat. Man hat ja auch keinen Arzt-Char, also wir sind es ja noch nicht gewöhnt bei Scum, dass wir jetzt jemanden bei uns im Squad haben, der nur Arzt ist. Würde sich aber auf jeden Fall rentieren bestimmt. Ja, wenn man tatsächlich den Squad, den ihr habt, so spezialisiert. Du hast diese Aufgabe, du hast zum Beispiel Knacken, du bist der Demolition Man, du musst C4 bauen können und sprengen. Und der nächste ist der Scharfschütze, wieder der nächste ist ein Sicherungsmensch, also Nahkampf, ne, mit Gewehr halt. Und dann hast du noch einen Arzt dabei und dann hast du einen soliden, stabilen Trupp, würde ich meinen, der mit allen Lagen so zurechtkommt hier im Spiel. So, ihr seht das, wir sind stabilisiert. Jetzt ist es hierüber. Jetzt haben wir noch Defizite in dem Punktebereich hier, in den Wertebereich, sage ich mal. Aber jetzt kann ich wieder aufstehen und laufen und rumrennen und sowas und springen. Das ist jetzt in Ordnung. Also ihr müsst wirklich tatsächlich jetzt immer darauf warten, bis die Wunden hier sind, in diesem grünen Bereich. Dann könnt ihr ganz normal weiterspielen und dann heilt sich das im Hintergrund auch selber. Ne? Oder ihr bleibt halt liegen, bis es ganz weg ist. Ne? Ja, das ist das neue Heilungssystem, Leute. Man kann jetzt hier auch noch drauf rumdrücken. Hier zum Beispiel das Muskelsystem, kannst du dir dann angucken. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es aktiviert. Ja, wir haben jetzt hier eine Muskelverletzung, also hier die Unterärmchen da. Dann haben wir hier das Knochensystem, das können wir an- und ausschalten. Also das wird sich noch so entwickeln, dass man auch Knochenbrüche und sowas denn hier so ja, heilen muss und sowas. Also da wird, also das ist schon ein heftiges System, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier hast du denn die Organe. Die sieht man jetzt zwar nicht, aber die tauchen auch schon auf. Das seht ihr dann, wenn ihr Hunger und sowas alles habt oder eine Vergiftung im Magen und so, dann blinkt hier der Magen auf und sowas. Das seht ihr dann, die Organe, wenn da irgendwas mit ist, ne? Ja, Pipi-Pupu geht jetzt auch nicht immer. Da müsst ihr immer hier machen, Check, einfach rübergehen. Wenn ihr müsst, dann wird es halt hell. Ansonsten könnt ihr unter Stoppwechsel hier natürlich auch gucken. Pipi-Pupu-Check. Also soweit ist alles so in safe hier, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen was mampfen. Hier, der Magen ist hier drüben, der ist leer. Und dann ist man auch wieder ein bisschen agiler hier, ne? So. Das habt ihr gesehen, jetzt das Heilsystem, so funktioniert das. Dann kann ich euch nur noch die Daumen drücken, liebe Freunde, dass ihr diese geilen Items hier findet. Wie gesagt, die drei sind wirklich geil. Notfallbandage hier, also Notverband, ist jetzt nicht mehr so toll wie früher, ne? Also das ist fast das gleiche, wie wenn du die normalen Putzlappen nimmst. Und wenn ihr diese Items hier seht, dann unbedingt immer mitnehmen, Leute, unbedingt. Könnt ihr vielleicht auch beim Händler eintauschen oder dort beim Händler kaufen, wenn ihr die Schnauze voll habt, ne? Und immer 1000 Putzlappen verwendet. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch irgendwie ein Vieh erwischt und es gar nicht mehr geht, ihr nichts mehr habt hier, weil das so teuer ist, dieses Bandagieren jetzt, dann könnt ihr auch eure Unterhosen und Klamotten zur Not zerreißen. Die Klamotten, die ihr nicht so braucht. Eine Mütze ist nicht unbedingt wichtig, wisst ihr? Oder hier, das alles, das Ding hier brauchst du nicht. Und dann die Unterhose, die Socken, den Elefant hier unten. Da kannst du dann Bandage rauskräften. Aber wie gesagt, das dauert alles Zeit. Du musst es zerkloppen, ne, also zerschneiden. Du musst dich dann heilen, das dauert. Und dann ja, ist es meist schon aus mit dir, wenn du mehrere Wunden hast. Das ist das neue Heilungssystem, Leute. Ja, haben wir es mal hingekriegt. Ich wollte euch das nochmal zeigen, weil ich das alte Video ja gelöscht habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Achtet auf euren Charakter. Es ist jetzt mehr denn je wichtiger, dass man sich halt um den Charakter tatsächlich pflegt. Ich hoffe, dass die Entwickler das nicht so weit übertreiben, in Anführungsstrichen, dass wir gar nicht mehr richtig normal spielen können, sondern dass wir ständig mit unserem Charakter irgendwie beschäftigt sind. Ne? Deswegen haben die Administration
Die Administration hat bei uns auf dem Server das so eingestellt, dass die Verdauung und sowas auch nicht mehr so rasant ist wie früher. Ich bin da froh drum, dass wir das einstellen dürfen. Ihr habt das schon gemerkt, jetzt müssen wir nicht mehr alle 10 Minuten Wasser trinken, alle 15 Minuten hier so ein halbes Schwein essen, damit da irgendwie einigermaßen, ne, spielbar ist der Charakter. Die Werte sind jetzt eingestellt, dass die ein bisschen langsamer funktionieren und das ist auch jetzt wirklich gut so, ne? So. Ja, mit der Damage und sowas müssen wir mal weiterhin sehen. Also es ist auf jeden Fall schwierig. Wir lassen das jetzt erstmal alles so, wie das halt ist mit den Einstellungen. Es ist halt schwieriger jetzt und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Und allein, wie ich jetzt hier in der Fabrik schon dreimal gestorben bin, das gab es früher nicht, solche Sachen. Und ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen Highlight jetzt. Ne? Es ist auf jeden Fall jetzt aufregender und spannender. Und auch wenn ihr andere Spieler nicht sofort killt, ne, durch eure Schüsse zum Beispiel, kann das aber sein, dass die danach dann auf Zeit sterben, weil die sie nicht verbinden können, weil sie keine Bandagen haben oder halt nicht die richtigen Bandagen haben, weil es einfach zu lange dauert. Das kann jetzt alles passieren, Leute. Wir werden es gewahr. Ich freue mich schon auf euch in meinem nächsten Video und auch Livestream. Und dann bis dann.